Rettungshubschrauber Christoph 13 ist heute alarmiert worden, heute Nachmittag, zu einem Notfall an einem Kind. Ist dann hier vor diesem Gebäude zur Landung gegangen. Dabei kam es zu einer Notlandung. Der Hubschrauber hat dann hier aufgesetzt. Es gab aber Gott sei Dank keine Verletzten. Und wir sind jetzt hier als Feuerwehr zum Absichern dieser Einsatzstelle, bevor dann der Hubschrauber geborgen wird. Also die Notärztin, die hier auf dem Hubschrauber mitgeflogen ist, hat dann die Behandlung an dem Kind durchgeführt. Das Kind ist wieder wohlauf, musste nicht transportiert werden. Und der Einsatz konnte also dennoch abgearbeitet werden. Ja, das ist ein Hubschrauber der Bundespolizei. Und die Bundespolizei ist unterwegs hierhin mit Technikern, die dann hier vor Ort entscheiden, wie es hier weitergeht.